Wir haben 1, 2, 3 und Jack. Bin ruhig. Okay. Das ist jetzt ein Must-Win-Szenario für uns hier. Einmal schön die Anmut versaut. Ja, immer dazwischen geredet. War schon. So. Hast du was Feines? Ich hab nur Schrott, immer. Ich glaube, ich... Sehr picky, muss man sagen. Ich glaube, ich nehme mal Quick Supply mit Balls und Crawlern, weil ich habe ja jetzt, ich hatte es hier im Vornherein schon mal mit Hawk besprochen, die Gilded Balls. Und vielleicht kann ich die ja, wenn ich sie mal auf Level 2... Es gibt eigentlich immer nur zwei. Frei und stellst den gar nicht ein. Also, das kann man schon vergessen, ja. Nö, ist mir vollkommen egal. Die Flammsachen finde ich ein bisschen kitschig so, aber die Gilded finde ich ganz nett. Ja, ist mir alles egal. Okay, mach mal die Chance hier. Ich bin auch Quick Supply. Ich packe hier einfach mal so einen blöden Phönix aus, oder? Bist du so ein Schießer? Naja, es bietet sich aber extrem an, weil es, glaube ich, sehr viel. Da habe ich jetzt nur keinen Schaff, das könnte ein bisschen ekelhaft werden, wenn ich drüber nachdenke. Egal. Ich glaube, ich heb mir das einfach mal auf für. Wenn ich nachgedacht hätte, hätte ich es doch nicht gemacht, aber ist egal. Okay. So. Ich guck mal rüber, aber was hat meiner hier überhaupt? Supply und deiner? Cost Control. Aber die haben genau dieselbe Startkombi, sehe ich hier, ne? Arty und Arclight. Ja. Zufall. Okay. Ich drück mal auf Play. Ich noch nicht. Ich denke, deine Phönixe werden ja alles beseitigen müssen. Mal gucken. Am Ende. Ich muss noch eine mehr holen. Ich kann nur ein Arclight noch holen jetzt. Das ist dumm an der Sache. So ohne Chaff sieht das echt komisch aus immer. Das sieht verdammt gut. Es ist total troll, was ich hier schon wieder gemacht habe. Ich meine, Runde 1 kann man das schon mal machen, je nachdem, ja. Aber ja, das ist total dämlich. Im gegen Arclights kann man das ja theoretisch. Ich habe einfach mal auf Phönix geklickt und gesagt, hier, coole Idee und so. Okay. Ha, Sieg! Gut, also in der Mitte haben sie mal richtig befestigt. Wir haben gewonnen, die Runde. Gratuliere mir. Dann muss ich erstmal hier die Fangs beseitigen. Und mir da auch nur einen Fang hingestellt, ne? Sollte klappen. Ich habe auch Arclights mehr aufgestellt. Boah, aber in der Mitte ist echt ein Bollwerk bei denen. Also ich prognostiziere schon mal, meine Phönix werden leveln. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich hier gewinne, weil die Artillerie sich gegenseitig deckt. Oh, ja, ganz außen. Okay, außen geschafft, aber es bleibt ein bisschen Arty übrig. Das ja, ist extra für. Das ist extra für deine Einheiten zum Leveln. Das ist ein bisschen Futter. Kriegen aber alle keine XP. Ich glaube, hier kann ich ziemlich klassisch Wespen mit reinspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt kriegen sie vielleicht Panik wegen den Phönixen und reagieren da über. Mag's mir im Angebot. Schwierig zu sagen. Normalerweise ist das UFO ja auch das Beste. Es ist halt nur doof gegen die Marksmen, ja. Ich glaube, ich nehme das UFO. Dann mache ich hier diese klassische Kombination. Ja. Ja, ich meine, gefühlt muss ich hier eigentlich Crawler spielen. Aber ich habe einen Plan. Was? Einen Plan? Kann, ist gut. Ja. Heißt nicht, dass er gut ist, ne? Das ist ein Plan. Ja, so ist es. Okay. So. Okay, ich drück nochmal das Defense Upgrade. Dann pushen wir hier mal so rein. Gucken, ob das klappt. Ah, Badger in die Flanke. Ja, da habe ich selber ein bisschen Angst. Ich hoffe einfach, mit dem machen das bei mir nicht. Da kommen dann nämlich meine Wespen nächste Runde hin. Ja, bei mir klappt es nicht, weil ich die Phönix erstehen habe. Ja. Aber er macht es bei mir aber nicht. Oh, er baut noch mehr Arclights und das UFO. Das ist ziemlich gut. Er hat auf jeden Fall den Vulcan genommen. Den Vulcan, das steht, die Marksman. Ich bin verwirrt ohne Ende. Okay.
Würmer wären hier gut. Das hörst du nicht gern, oder? Ich bin von dir nichts anderes gewohnt, nein. Bei dir ist definitiv der Wurm drin in letzter Zeit. Oh, das wäre. Oh, das ist gut, wenn jetzt der Debuff hier kommt, dann kann mein UFO voll aufräumen. Ja, super. Ich meine, sie haben ja extra abgeändert, dass die UFOs nicht so schnell Erfahrung kriegen, ja. Aber ich finde, es ist irgendwie abnormal, wie viel die killen müssen, damit sie mal ein Level aufsteigen. Also es fühlt sich nicht richtig an, aber klar, wenn du es wieder abänderst, dann sind die halt super stark, ja. Ja. Oh, Öl, oh nee, im Angebot auch noch. Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich ihn irgendwie ölen? Das nützt gar nichts, oder? Also ich könnte dir helfen mit dem Öl. Ich glaube nicht, dass es wirklich hilft, oder? Ich wüsste nicht wo, ehrlich gesagt. Dann lasse ich's. Dann nehme ich wahrscheinlich eher Subsidized Balls eventuell. Ja. Und was muss ich upgraden? Bin mir auch gerade unsicher, wie ich das hier durchziehen möchte. Ich glaube, ich investiere in mehr Crawler, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, ich wollte eigentlich gar nicht mehr Balls spielen. Aber jetzt, wo ich es halt im Angebot habe, nehme ich sie halt. Hier so. Bisschen weiter unten. Vielleicht so. Die doch davor. Könnte man auch machen. Lieber schräger. Okay. Ah, und das sind hier die goldenen Balls jetzt. Neben dem goldenen UFO. Ist es nicht eine Pracht? Ein Traum. Aber am besten sind die goldenen Tanks, muss ich sagen. Die mag ich sehr. So, oh, jetzt spielt er ja zwei Raketen, das gibt's doch nicht. Und Crawler noch in meine Flanke. Ein Rhino hingestellt, das macht man nicht. Klar, die richtige Wahl. Jetzt aber schnell den Tower hier zuerst kriegen. Oh, oh, ich krieg gleich einen Debuff. Was machen deine Phönixe? Die scheinen zu funktionieren. Oh, oh, also ich bin zu langsam. Die anderen wird, es wird aber schwierig hier. Zu langsam. Ja, die Mitte kriegen wir trotzdem. Ja, die Mitte kriegen wir auf jeden Fall. Er räumt aber jetzt mit den Crawlern unsere beiden Tower da auf. Ja, ja, das passt. Aber ich glaube, bis dahin ist er aber tot. Ja, also ja. Mein Gegner zumindest. Ja. Das klappt gut. Plan ist bei mir Wespen und dann eventuell Würmer später. Und da ist man eigentlich nur am Anfang so am anfälligsten. Später ist dann alles ganz nett. Oh, Absorption-Modul noch. Ui, ui, ui. Pack ich das auf das UFO in der Mitte oder am Rand? Hm. Rand. Der Underground Threat ist natürlich gefährlich für uns beide, ne? Schon, aber ich kann auch Wespen so positionieren, dass es okay ist. Warte mal. Also brauchst du nur dich. Ich mach. Also ich meine, im Endeffekt können wir uns in der Mitte hinten können sie setzen, ne? Ich kann sogar auf die Gegner gucken, ja, genau. Ich kann es so machen und wir können theoretisch auch einen Tower upgraden oder eine Rakete hinstellen, geht auch. Ich mache jetzt Replica Crawler und gebe den Upgrades. Mach mal so. Ich stell mal eine Rakete hier in die Mitte hin. Dass sie uns hier in der Mitte hinten nicht total fertig machen. Okay. Ich denke, das ist okay. Beziehungsweise die kann ich auch etwas weiter hier hinstellen. So vielleicht. Und die so. Das passt dann auch. Zweifel gibt es hier noch eine Rakete und gut ist. Das mache ich einfach mal. Wir müssen ja nur ein bisschen durchhalten können, dann sind unsere Karten, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, ich bin auch recht positiv gestimmt. Ja, er macht dahin, irgendwie. Er macht's rein bei uns beiden. Aber ich habe den Replica Crawler. Aber beide Raketen gehen weg. Okay, Mist. Schade. Oh, und der kriegt trotzdem meinen Tower. Nee, oder? Ja, okay. Nicht gut. Schnell. Wespen, Wespen? Oh, nee, gerade so. Na, mein Ding hat aber auch nicht geklappt, leider. Mein Underground, schade eigentlich. Ja. Aber jetzt habe ich hier zwei Raketen investiert und trotzdem die Chose nicht gekriegt. Das ist totaler Mist. Aber das UFO in der Mitte lebt noch, das ist gut. Naja, meine Phoenix ist leider tot. Das heißt, eine Mustang soll jetzt gut leveln, befürchte ich. Die Phoenix rechts fehlen mir leider jetzt, um was, um Schaden machen zu können. Okay. Oh. Ja, das ist ungeschickt gelaufen. Nur der Debuff nervt. Ah, okay, krieg ich doch down. Gut. Will ich davon überhaupt was? Ball Production auf dem Wurm. Muss man erstmal einen Wurm kriegen. Das ist ziemlich teuer. Ich stelle die Wespen jetzt einfach mal ein bisschen um. Ich glaube, die Flanke muss ich verkaufen. Hier nochmal eine Fuhre Crawler. Wir dürfen nur nicht vergessen, dann einzuschlafen, wenn die die Fähigkeit nochmal haben. Da, so geht's mir nämlich immer. Da habe ich echt Probleme. Dass du einschläfst? Ja, ich gebe mal Speed aus. Ja, ich vergesse das dann immer, dass die Fähigkeit kommt und dann sterbe ich gegen sowas immer ganz besonders. Was macht der denn jetzt? Ein Beacon da hinten? Mein Gegner macht das Vulcans. Schade. Ja, was ist auch noch mehr? Wird. Ja, aber wir noch mal gucken, was geht. Am Rand hast du etwas Schwierigkeit, ne? Ja, Mitte ist gut, Rand ist auch gut. Eigentlich ist fast überall gut, außer bei dir rechts, oder? Ja. Ich habe zu sehr in Crawler investiert, das wird mich das Genick kosten, ja. Feindliche Mustangs sind vielleicht ein bisschen ein Problem. Mal gucken. Wraith müssen ein bisschen leveln. Oder nicht Tanky Panzer, also Panzer mit Armor dagegen. Das Problem ist, dass der Tisch noch Stormcrawler sind. Die machen nicht gerade. Ah, du hast Platte drauf, ja, sehr gut. Das ist gut. Deswegen haben die überhaupt so lange durchgehalten, aber die Stormcrawler haben sie halt trotzdem langsam zermürbt. Das war jetzt mein Problem hier. Tja, eine Nuke. Ich meine, man könnte es einfach auf ihn draufhauen und versuchen, das zu entscheiden, ja. Also ich nehme mal eine Nuke, oder? In die Mitte, oder was meinst du? Ja, man könnte es in die Mitte machen, bei mir hat er aber drei hochgelevelte Phönixe ganz hinten. Also ich glaube, ich würde das auf ihn draufhauen. Hinten. Es sei denn, du willst, dass ich es in die Mitte mache. Nee, ich überlege halt gerade, was ich mache, ehrlich gesagt. Ob ich irgendwas Schlaues machen kann. Ich würde da gerne irgendwie durchstoßen. Ich frage mich nur gerade noch, wie am besten. Schilden kann man die Atombombe sowieso nicht, weil ich ja reinrenne. Vielleicht ist es auch keine gute Idee, weil man reinrennt. Wenn man zu schnell gewinnt, hat man ein Problem.
Wenn man zu lang stehen bleibt, hat man ein Problem. Immerhin haben wir genug Leben, dass wir auch einfach mal so richtig fett verlieren könnten eine Runde. Das ist immer, finde ich, sehr tröstend, dass man nicht durch irgendeinen Dummsinn stirbt. Ab nächste Runde gehe ich in Kredit, will ich nur mal sagen. Okay. Ich mach's nur nicht, falls, ich wollte jetzt nicht noch mehr Sachen auf Pump in eine Atombombe reinstellen. Okay, alles klar. Das in der Mitte wäre auch ein gutes Ziel gewesen, aber da haben wir ziemlich doll gewonnen. Also. Ich habe immer was probiert und so. Oh, die machen es nicht. Oh. Okay, er will jetzt hier seine Vulcans enablen. Hoffentlich bleibt er jetzt hier genau drin. Komm schon, Bombe. Oh nein, die wird mich sowas von selbst erwischen. Oder? Nee, nee. Komm, komm, komm. Oh, das war ein Prachtding. Können wir mal einen Tower Diver holen, bitte? Kommt sofort. Ja, die haben mal richtig viel übrig jetzt. Was hältst du von meinen Assault Stormcallern? Hast du die ausgewählt? Achso, warte mal, das habe ich irgendwie überhört. Ich habe es auch nicht gesagt. Achso. Aber sie haben uns den Sieg gebracht und so. Ja, natürlich, natürlich. Wunderbar. Können wir keine G schreiben und so. Konnten wir es hier entscheiden. Jetzt hatten sie mir ein bisschen leid. Aber sie hätten auch irgendwie die Bombe benutzen müssen, glaube ich. Weil sie haben ja davor schon dolle irgendwie verloren. Sag ich mal. Da kann man das nicht skippen. Ich habe in der letzten Runde mein Level 3 Phoenix umgemoved mit einem meiner Beacons, dass ich den Vulcan dann erwischt habe und dann ging es halbwegs. Ja. Was ich lustig finde, was ich hier mal zeigen möchte, gerade noch, weil ich das noch offen habe, diese Attack-Reichweite von den Assault-Stormcallern, die ist dann so wenig, ja. Die haben nur noch so einen kleinen Bereich, wo sie überhaupt angreifen können, weil sie die Minimal-Reichweite haben. Und die maximale Reichweite geht ja auch runter. Ja, ja. Also nur so ein Streifen. Mein Gedanke war halt, dass ich habe auch extra, deswegen habe ich auch das Mechanical Rage auf den Panzer ausgegeben, dass sie gleich schnell sind. Dass die Panzer denen bleiben, war mein Gedanke. Dann ist aber die Frage, warum macht man es überhaupt, ne? Ja. Aber ja, irgendwie, auch nicht so recht. Vielleicht war es auch dämlich. Aber ich meine, im Endeffekt hat es gereicht. Ja. Ich denke, wenn man vorne steht und zum Beispiel gegen feindliche Artillerie ist und die eigene ein bisschen ranfährt, dann hält die ja potenziell eine Salve mehr aus, ja? Also dann ist vielleicht gar nicht so schlecht. So ist ja eigentlich auch gedacht, glaube ich. Dass die, wenn die vorne steht, halt noch mal ein Stück schneller reinfährt und dann ist Reichweite eigentlich fast egal. Aber wer weiß. Na gut, jetzt gucken wir mal noch, wie viele Punkte wir hier gekriegt haben. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Wahrscheinlich 9 oder so vielleicht. 11 Punkte, wunderbar. Jetzt hier bei 1642.